Ja, herzlich willkommen bei XCOM Enemy Unknown. Zwar nur die Demo, wie man hier unten sieht, aber auch die wollte ich euch nicht vorenthalten. Wer sie haben möchte, ich weiß nicht, ob man sie von der offiziellen Seite oder sonst wo laden kann, aber zumindest Steam bietet sie an. Und von dort habe ich sie mir auch runtergeladen. So, dann wollen wir doch mal... Video. Ich habe noch nichts eingestellt, noch nirgendwo reingeschaut. Von daher... speichern können wir einfach nur. Könnte man wohl auch umbenennen, weil wirklich beendet wird es ja nicht, aber okay. Da habe ich mich nun erstmal ganz schön durcheinander bringen lassen. Ja, kann man lassen, also... Sehr viel kann man hier anscheinend noch nicht, obwohl da ist Grafik noch. Ja. Ach, gibt keinen. Gibt keine Begrenzung rechts, muss man immer rausfinden, ob es hoch oder sehr hoch oder ultra. Das Maximum ist. Aber hoch ist anscheinend überall das Maximum. Okay, dann belassen wir das so. Interface, ja, Maus. Wie ist halt am PC. Untertitel lasse ich mir mal anzeigen für euch. Eingabegerät, Maus. Nein. Ja, okay, jetzt ist es halt Maus statt Tastatur. Nein, da stand eben Tastatur. Eine Außenkamera aktivieren, Aktionskamera zeigen, Gegnergesundheit zeigen, ja. Ladensprache, passt alles so. Gut, dann wollen wir mal ins Spiel schauen. Ich weiß ja nicht, wer es von euch kennt. Das Original XCOM Enemy Unknown oder XCOM UFO Defense hieß es ja auch in USA, glaube ich. Und Enemy Unknown war, glaube ich, die internationale. Ja, Versionsbezeichnung. Ist halt von 94 das Originalspiel. Und jetzt endlich ein, wie ich so bisher gesehen habe in den Trailers und sonstiges, ein sehr gutes Remake. Erscheint dann halt am 12. Oktober, also so in 2,5 Wochen ungefähr. Ist halt ein rundenbasiertes Strategiespiel, mehr oder weniger. Aber dann schauen wir uns erstmal hier den Intro-Trailer an. Soweit ich weiß, ist das die Kampagne, gibt ja nur Kampagne quasi, oder Multiplayer. Kampagnen-Tutorial. Angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Sie sollen diese Initiative anführen. Von der ersten bis zur letzten Verteidigungslinie. Die Zukunft dieses Planeten liegt in Ihren Händen. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrem weiteren Vorgehen.
Viel Glück, Commander. Das war der letzte Funkspruch, Sir. Verbindet mich mit Voodoo 3-1. Ja, das war dann so die Einführung. Verlegt. Um 19 Uhr Ortszeit sind dort mehrere unbekannte Objekte auf die Erde gefallen. Da es sich nicht um einen abgestürzten Satelliten handelt, gehen wir davon aus, dass diese Objekte außerirdischen Ursprungs sind. Kurz nach dem Aufprall gingen bei den deutschen Behörden Berichte über Massenhysterien und Wetterkapriolen an einer der Einschlagstellen ein. Dann wurde es finster. Um 21 Uhr stürzte dann ein Hubschrauber mit einem deutschen Spähtrupp in dem Gebiet ab, nachdem er zuvor beschossen worden war. Deutschland ist bekannterweise Mitglied des Rates und hat uns um Hilfe gebeten. Unsere Aufgabe ist es, die Situation am Boden zu erkunden, den aktuellen Status des deutschen Spähtrupps zu ermitteln und die außerirdischen Objekte zu untersuchen. Central out. So, jetzt müssen wir fertig sein mit ihr. Ja, unser Einsatzbesprechung. Unbekannte Flugobjekte als intelligent eingestuft, möglicherweise außerirdischen Ursprungs. Unerklärliche Vorkommnisse an der Einschlagstelle. Deutsche Einheit FSLK 200 als vermisst gemeldet. Ja. Beurteilen Sie die Lage in der Einschlagstelle oder an der Einschlagstelle. Finden Sie den deutschen Spähtrupp. Untersuchen Sie die außerirdischen Objekte. Außerirdischen. Ja, dann wollen wir das doch auch mal machen. Central, hier Big Sky. Ich glaube, wir haben die Absturzstelle gefunden. Roger, Voodoo 3-1. Gibt es Aktivitäten? Negativ. Hier ist alles still. Okay. Landet in der Nähe. Ja, für so ein Rundenstrategiespiel, finde ich, ist die Grafik schon sehr gut eigentlich. Klar, es ist jetzt hier kein State-of-the-Art-Grafik, wie man es von Battlefield 3 oder so kennt, aber braucht es aus meiner Sicht auch gar nicht. Es ist eine schöne Grafik, die für diese Spielart völlig ausreichend ist. Und vor allem die keinen absoluten High-End-Rechner haben, können das Spiel dann halt auch in guter Grafik genießen. Verstanden, Delta. Eins nach dem anderen. Raus aus der Schusslinie und in Deckung. Die Urheber des Chaos könnten noch in der Nähe sein. Delta One, alles klar. Geh hinter den Trümmern direkt vor dir in Deckung. Ja, übliche Steuerung anscheinend. Am Rand. WASD lässt sich aussteuern. Und wir dürfen jetzt unser Tutorial absolvieren. Tutorial darf ich halt wirklich nur dahin latschen, wo er mir das auch vorgibt. Man sieht eine weiße Begrenzung. Da verbrauche ich quasi einen Bewegungspunkt und die gelbe Linie, da spurtet man hin, verbraucht man zwei Bewegungspunkte. Soweit weiß ich schon. Ein Bewegungspunkt blau, zwei Bewegungspunkte gelb. Das sind, glaube ich, die Felder, die man bewegen darf. Kommt das hin? 1, 2, 3, 4. Nein, gehen wir mal zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, könnte hinkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist ja die Frage, die Original dürfte eigentlich als 1 zählen. Egal. 1, 2, 3, 4. Das hieße 3 müsste ich übrig haben. Probieren wir es einfach mal. Nö. Hätte ja sein können. Genau. Gut, jetzt zu dem Fahrzeug in der Nähe. Dann machen wir das mal. Delta 2, jetzt du. Los, zu den Trümmern. Junge, wird gemacht, Chef. Dieses Ding wird nicht viel Deckung liefern, aber besser als nichts. Geradeaus ist eine vollständige Deckung. Geht dorthin. Hin. Da sieht man es auch angezeigt. Delta 3, zu dem vollständige Schild. Voraus. Zentrale, hier ist was. 30 Meter nördlich meiner Position. Ein Polizeifahrzeug. Roger. Weiter zum nächsten Fahrzeug für einen besseren Überblick.
Ah, da sieht man noch mal deutlicher die Gridfelder. Und heranzoomen kann man auch. Aber nur zu seinem Objekt anscheinend gerade. Ja, ich bin ja mal gespannt, ob das jetzt hier diese Demo von Steam... Ja, die wird wahrscheinlich die geschnittene USK-Version sein und nicht die ungeschnittene PEGI-Version. Bestellt für euch ist auf jeden Fall zum Let's Play dann ab dem 12. die internationale PEGI-Version aus Österreich bestellt. Dann kriegt der deutsche Fiskus kein Geld von mir, wenn er mir schon als Erwachsener vorschreibt, was ich für Zensuren ertragen muss und was nicht. Was zum Teufel? Was ist los, Delta V? Bericht! Sieht aus wie einer vom Spähtrupp, Sir. Sieht aus wie etwas... Und ist es, Delta V? Negativ, Sir. Das ist jemand anders. Dr. Wahlen, was sagt er? Er sagt... Hilfe! Der Funkspruch wurde nördlich der aktuellen Position des Trupps abgesetzt. Der Deutlichkeit nach zu urteilen, wahrscheinlich von innerhalb eines Gebäudes. Danke, Doktor. Delta, vorrücken und in das Gebäude eindringen. Und denkt dran, bleibt in Deckung. Wo sollen wir hin? Ah, da ist ein Gebäude. Deswegen klappt die Kamera so schön hoch. Ja. Ist auf jeden Fall... Ja, wie soll man sagen? Naja, es lässt einem nicht die große Freiheit, das Tutorial. Man darf genau ein Feld, was er vorgegeben wird, hinlaufen. Roger. Sandra, ich glaube, ich habe soeben einen aus dem Spähtrupp gefunden. Vielmehr seine Überreste. Aber es macht keinen Sinn. Sieht aus, als wäre er schon seit Wochen tot. Noch verwunderlicher ist die Todesursache. Es sieht aus, als wäre er ausgeweidet worden, als etwas von innen aus ihm rausgeplatzt ist. Sir, ich sehe das Objekt. Er bitte Erlaubnis zur Annäherung. Es ist die einzige Deckung bis zu dem Gebäude und wir wissen immer noch nicht, was sich da draußen so wie das aussah, könnte das die ungeschnittene Version sein. Könnte, muss aber nicht. Bitte melden, Soldat. Ich weiß auch nicht genau, wo rangeschnitten wurde. Auf jeden Fall beim Töten der Zivilisten. Roger. Okay, Delta. Ihr seid fast im Gebäude. Weiter. Und auch sehr schön gemacht, diese kleinen Shortcuts, oder wie man es nennt, diese kleinen Videoclips. Die Action-Clips. Da vorne ist ein Fenster. Überprüfen. Bringt einem halt einfach das Gefühl, man wäre alles klar. Dichter am Geschehen dran, als wenn man nur diese ISO-Perspektive hat. Delta 2? Ist sehr geil gemacht. Weg damit. Verstanden. Ja, ich hoffe mal, in der Demo gibt es auch noch eine Mission, wo man sich frei bewegen kann und nicht nur diese festen Vorgaben, Zentrale, die es eigentlich so hat. Ziel ist bewaffnet. Verstanden, Delta 3. Okay, alle auf Position. Aber nicht nähern. Doktor, versuchen Sie mit ihm zu kommunizieren. Er soll die Waffe fallen lassen. Ich werde es versuchen. Und man wird Hallo? Die Charaktere... Können Sie mich hören? Ja, umbenennen können. Um man kann jederzeit personalisieren den Namen. Fallen. Also könnt ihr mir ruhig schon gerne ein paar Namensvorschläge für Soldaten geben. Augen offen halten. Werd dann dementsprechend meine Soldaten und Soldatinnen mit euren Namen dann versehen. Denkt dran, Vor- und Nachname brauche ich. Es nützt mir nichts mit einem Namen, da kann ich nicht viel mit anfangen.
so mal schnell die Nase geputzt. Man hört's ja wahrscheinlich. Mich hat die Erkältung erwischt. Also immer schön Namensvorschläge mit Vor- und Nachnamen. Damit ich euch dann halt auch dementsprechend integrieren kann in meine Squads. Delta 3, reingehen und entwaffnen. Aber Vorsicht. Erster Mann tot. Er ist am Boden. Delta 1 ist am Boden. Ja, und der hat, glaube ich, auch nicht mehr viele Lebenspunkte. Sandra, wir werden von mehreren X-Rays beschossen. Ich sitze in der Klemme. Heftiger Beschuss. Mist. Delta 2, du wirst auch flankiert. Such bessere Deckung. Ja. Immer noch keine freie Bewegung. Wir müssen immer noch allen das vorgeben. Bereit machen zum Feuern. Drücke Enter, um die Steuerung für den taktischen Kampf zu öffnen. Naja. Ah, da schalte ich unten die Dinger durch mit. Ich hatte jetzt gerade links Gefalltaste gedrückt. Okay, Feuer. Feldposition, Metagranate, Deckung. Deckung verdoppelt den Deckungsbonus dieser Einheit und macht gegen kritische Treffer immun, reduziert dazu aber auch die Sichtweite. Ah, das ist der Soldat. Gesundheit, Wille, Offensiv, Defensiv. Okay. Könnte man eine Granate werfen, aber man sieht, rot darf ich wahrscheinlich nicht. Feldposten. Schieße bei geringer Zielverschlechterung